es kann halt nicht einfach jeder so gut aussehen wie ich. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-YouTuber Matthias und ja, ihr merkt schon diese ganz leichte, ich hoffe ihr merkt diese leichte Ironie, die in diesem Video ein bisschen mitspielt, möchte ich euch mitgeben und zwar warum. Ja, ihr habt es schon im Titel gelesen, es ist quasi, ist es eine Weltpremiere, man weiß es wieder nicht. Aber die Firma Kochfilms, a.k.a. Playon, wie sie jetzt ja heißen, haben die Katze losgeschickt und die hat mir das hier vor die Tür gelegt. Und zwar Johnny Handsome. Ja, ein Film aus dem Jahre 1989. Wenn ich mich jetzt getäuscht habe, blende ich euch hier oben die richtige Jahreszahl ein. Sollte ich aber natürlich nicht gemacht haben, weil ich bin ja gut vorbereitet und deswegen, ja. Worum geht es eigentlich in diesem Film hier? Johnny ist, hat den Spitznamen der Schöne oder wie er in Englisch heißt, Johnny Handsome, weil er ist absolut entstellt durch einen Geburtsfehler, ist sein Gesicht deformiert und er hat dann sein Leben ist so ein bisschen aus den Bahnen gelaufen, hat so eine kleine kriminelle Karriere beschritten und ist dann quasi bei einem Coup von seinen Kollegen übers Ohr gehauen worden und verliert sogar seinen allerbesten Freund. Und ja, Ende vom Lied ist, er wird niedergeschossen und landet dann im Knast, wo er dann durch ein Resozialisierungsprogramm ein neues Gesicht bekommt. Und die Chance nutzt er dann, um sich an seinen alten Komparsen zu rächen. Soweit so unspektakulär klingt erstmal die Story. Wir gehen am Ende nochmal ein bisschen genauer darauf ein mit der Filmkritik und der Analyse, der Bild- und Tonanalyse, um ja, dann nochmal so ein kleines Fazit von dem ganzen Film und dem Mediabook zu schaffen. Deswegen bleibt bis zum Schluss dran. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier mal dieses Mediabook hier etwas genauer an. Ja, das Cover ist wie gesagt exklusiv bei Amazon erschienen und wir müssen mal eine Kleinigkeit vorweg besprechen und das ist die Folie. Ich blende euch mal jetzt hier ein Bild ein von Amazon. So wird es online präsentiert und das ist, was geliefert wurde. Ist ein bisschen, also man merkt schon, warum das hier so platziert wurde. Natürlich, damit man die Titel lesen kann, aber hier wurde es quasi, ich weiß nicht warum, sich mittendrin umentschieden, quasi das nochmal anders zu labeln, warum auch immer. Aber ist ja nur die Folie und ihr wisst ja, was ihr bestellt habt, also alles halb so schlimm, aber ich finde, das sollte man ruhig mal erwähnen. So, der Vollständigkeit halber. Deswegen habe ich auch extra für euch den Müll aufgehoben. Bin ich nicht nett? Ja, sehr gut. So, da haben wir den Johnny Handsome, den Mickey Rook, ja, der in den 80er Jahren tatsächlich ein Sexsymbol war. Ja, Monetarisierung ist flöten, wenn ich welche hätte, aber ist mir egal. Ja, der ist nämlich hier quasi, bricht er so ein bisschen das Glas, und hier unten sieht man so ein, also so ein, quasi bricht so ein bisschen aus dem Spiegel raus, so einen kleinen 3D-Effekt und das zeigt vielleicht noch so ein bisschen, man kann das ja so ein bisschen interpretieren in, wie er vorher halt war und was er dann geworden ist und so, ne, so ein bisschen, wenn man kann man jetzt ein bisschen was reininterpretieren, auch diese Art, dieser 3D-Muster und auch diese gezeichneten Spiegelungen und hier unten noch diese gezeichnete Waffe, das hat natürlich so richtig schönen 80er-Charme. Und hier unten Johnny Handsome. Handsome natürlich schön in der Handschrift geschrieben, sehr schön. Und hier unten auch sehr fein aufgelöst. Eine der Antagonisten in dem Film. Und ja, ich muss sagen, das Cover gefällt mir so eigentlich ganz cool, weil es hat so einen schönen 3D-Effekt hier durch diesen Rahmen und wirkt dann halt quasi nicht nur so wie so ein einfaches Bild, wenn es quasi das hier weg wäre, wäre es nur so ein langweiliges Bild, sondern es wirkt dann quasi so ein bisschen, ja, 3D-mäßig. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Also ich finde das schon ganz cool. Das Bein, relativ spartanisch gehalten, aber wie ihr sehen könnt, haben wir hier nur Blu-Rays. So, und das hat auch seinen Grund. Und zwar hier Johnny Handsome, alles klar, soweit. Die Rückseite, der gute Morgan Freiman. Den Gag ist ja schon ausgenudelt, ich weiß. Kurze Inhaltsangabe, nicht ganz treffend, weil hier steht irgendwie drin,
weiß ich gar nicht, wo war es hier, was, bla bla bla, genau wegen das, weil er wegen seinem Gesicht leicht identifizierbar ist. Stimmt einfach so nicht, sondern einfach nur, weil die einfach selber mit der Kohle abhauen wollten, aber sei es drum. Das hier finde ich ein bisschen schade, das kann man kaum lesen, weil das grau auf schwarz ist. Geht noch so ein bisschen um den Hintergrund, ne? Den Regisseur Walter Hill, nur 48 Stunden, quasi dieser allgemeine, beschreibende Text drumherum. Was aber wirklich interessant ist und was zum Glück auch gut leserlich ist, sind die Extras. Und die haben es wirklich in sich, weil, ich zeige euch das mal, wir haben hier eine extra Blu-ray. Schauen wir uns gerne mal genauer an. Also extra Blu-ray, HD. Und ja, wir gehen die einfach mal Schritt für Schritt durch, damit ihr seht, was wir alles Schönes haben. Deutsche und englische Kinotrailer, Klassiker. Ne? Dann eine Dokumentation, Codes to Live By, bei Regisseur Walter Hill, geht 44 Minuten. Da spricht Walter Hill über den Film, wird immer unterbrochen wieder von so Filmsequenzen, also damit es auch nicht so dröge wird. Alles auf Englisch natürlich und auch mit deutschen Untertiteln. Ja, es war so viel gewesen, ich habe schon die Hälfte wieder vergessen, ich hatte mir das eigentlich mal aufgeschrieben, was da alles so wichtig drin passiert ist, aber naja. Dann haben wir ein kleines Featurette, Wordsmith, mit Autorin Ken Friedman, also auf Deutsch natürlich für euch, die jetzt nicht so englisch mächtig sind, der Wortschmied, ja, das war quasi der Autor, der das Skript geschrieben hat und der erzählt da so ein bisschen zur Vorlage, handelt sich ja hierbei so grob um ein Buch, das wohl auch ziemlich langweilig sein soll, aber günstig zu kaufen war, weil es schon 10 Jahre auf dem Markt war oder so. Ja, dann hier Featurette Eye of the Beholder von dem Make-up-Designer Michael Westermore. Und der erzählt so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte der Maske. Das ist ganz interessant, weil er sich da quasi auch so bei Ärzten informiert hat, was denn so die Auswirkung von so einen Krankheiten ist. Und hat also mehrere Krankheiten quasi kombiniert und daraus dann die Maske gemacht. Weil normalerweise macht er, glaube ich, auch mal so Horror-Design, also von Monstern etc. Also das ist schon ziemlich cool, die Maske. Muss man eben auch lassen. Der Mickey Rourke sieht echt... Also das ist so ein... Der sieht darin halt nicht so monstermäßig aus, so wie jetzt, weiß ich nicht, der Elefantenmensch oder so, wo man sagt, das ist so abstrus komisch, sondern der sieht halt so aus, dass man sagen würde, auf der Straße drehen sich die Leute um. Aber es ist nicht so, dass jetzt, wie als wenn Godzilla kommt, schreien weglaufen würden. Also das ist schon der Mittelweg zu finden, das fand ich schon ganz spannend. Dann haben wir hier ein Featurette, Action Man mit Stunt-Coordinator Alan Graff. Auch ganz interessant, dass er so ein bisschen quasi über die Stunt-Geschichte erzählt, auch so ein bisschen über sich selber. Der hat, war auch noch Second-Screen-Regisseur, das heißt, der hat die so Nebenszenen gedreht, so Verfolgungsjagden zum Beispiel und sowas, die der Walter Hill dann nicht machen wollte, aber er erzählt auch so, wie er das versucht hat, im Stil zu machen von Walter Hill und so. Auch ganz cool. Dann eine Bildergalerie, natürlich, ich als Fan der Bildergalerie, Fans dieses Kanals wissen Bescheid. Und natürlich das Booklet, das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Ansonsten, wie gesagt, nur eine Blu-ray drin. Bild- und Tonbewertung kommt wie immer am Schluss. So, wir fangen immer an mit den Discs und da sehen wir den Johnny Handsome hier wieder mit seiner Handschrift und Autogramm sozusagen in diesem schwarz-orangenen Design. Darunter auch nichts, so ein bisschen einfacher gehalten. Ich meine, wie gesagt, es gab schon mal einen von Koch Films, einen Mediabook, das hatte auch dieses schwarz-gelbe Design. Quasi, ich bin mir nicht sicher, habt das ja nicht. Ich weiß nicht, ob sie das Mediabook davon übernommen haben. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, falls ihr das andere Original davon habt. Ob sich die gleichen oder eben nicht. Und ja, wie gesagt, in diesem Zeichenstil geht es dann hier auch weiter. Ne, fängt hier mit zum Auto an. Johnny Handsome so quasi so als, ja, so als Opener. Und ich muss mal sagen, das Style gefällt mir sehr gut. Und dann gehen wir aber in Weiß über und quasi schwarz auf Weiß. Mit ein bisschen Orange noch am Anfang. Und ja, der Eingangstext beschreibt eigentlich fast das gesamte Mediabook. Walter Hills Johnny Handsome im Kontext des Neo-Noirs. Ja, am Anfang geht es so ein bisschen hier Genre, Reihe oder Stil um den Film Noir, was es denn ist, ob es jetzt ein Film, ein Genre oder eine Reihe ist. Dann geht das über in den Here We Go Again, in den Neo-Noir, ob der oder quasi den Film in Verbindung zu bringen mit dem Film oder Neo-Noir, was in den Film worauf hindeutet, was
was bedeutet, was wo angelehnt ist und so weiter. Also das ist schon ganz spannend. Dann hier unterbrochen immer so mit Filmausschnitten. Ich würde sagen, das ist nicht die Bildqualität von dem Film. Also wir haben so ein leichtes Filmkorn hier, auch auf dem Foto zu sehen. Aber so schlimm war es im Film, meine ich mich dran zu entsinnen, nicht. Die inoffizielle Vorlage, da geht es dann nochmal um den von mir gerade eben erwähnten Roman, der quasi hier für diesen Film Vorlage war. Dann die Kaputten von New Orleans. Da werden dann wiederum nochmal die Protagonisten in den Kontext des Neo-Noir oder Film-Noirs gesetzt, was sie zu bedeuten haben. Auch dieses kleine Mäuschen hier, die quasi ein bisschen den positiven Gegenpol spielt. Und ja, das war es dann auch so mit hier am Ende nochmal so ein kleines Fazit über den Film. Daniel Wagner, der Autor, studierte Journalist und Filmwissenschaftler, und das merkt man auch hier. Also hier lernt ihr wirklich einiges über Filme, und wie ihr sehen könnt, hier haben wir nun schon ziemlich, naja, würde man sagen, so ein proletenhaftiges Bild, sieht schon sehr proletenhaftig aus, aber dann sehen wir hier unten drunter ordentlich viele Quellen. Das finde ich immer ziemlich gut. Untermauert dann noch so ein bisschen mal die Wertigkeit von den Aussagen, die hier davor auch geschrieben wurden. Hier sehen wir den Überfall am Anfang, auch nochmal so ganz interessant, das nochmal so als großes Bild zu sehen, auch eine abgefahrene Szene. Und am Ende, das finde ich eigentlich auch ganz witzig, sehen wir hier nochmal den guten Walter Hill. Sieht aus wie fast wie ein Originalautogramm, also hier auf der Kamera sieht es aus wie ein Originalautogramm. In Realität ist es natürlich gedruckt, sieht man auch. Und danach kommt nur noch eine schwarze Seite. Ja, und die letzte Seite, die kennt ihr ja schon, das ist auch nochmal hier diesem Zeichenstil gemachte Hand mit Pistole. Ja, Johnny Handsome, die Bild- und Tonbewertung. Das HD-Material ist wirklich gut gelungen und gibt dem Film wirklich ein gutes optisches Feedback, finde ich, weil das in Kombination mit den, wie ich finde, Kostümdesign und Hintergrund lässt diesen Film jedoch durchaus zeitlos erscheinen. Ich musste echt nochmal nachschauen, aus welchem Jahr der ist, dass der wirklich aus den 80er Jahren ist, weil ich finde, der ist von den Darstellern, von der Machart und von der Optik her so, dass er quasi auch hätte Mitte der 90er oder Ende der 90er Jahre gedreht worden sein können. Also meiner Meinung nach seiner Zeit durchaus voraus. Mag vielleicht auch an dem Regisseur Walter Hill liegen. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Sehr cooler Mann. Oder aber auch an dem Cast. Wir haben hier wirklich einen sehr guten Cast. Ich merke schon, heute ist so ein bisschen Film und Ton und Bildbewertung geht so ein bisschen heute in einen so einen Mischmasch über. Deswegen sorry an der Stelle. Aber es passt halt gerade so gut. Und ja, Mickey Rourke in der Hauptrolle. Durchaus solide. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und er ist halt wirklich handsome. Ne? Also er sieht schon ganz niedlich aus so für so einen Mickey Rourke halt, ne? Wo er noch nicht so komisch aussah. Wenn man ihn so heute sieht, dann ist er vielleicht der ironische Johnny Handsome heute. Naja, wollen wir nicht so weit drauf eingehen. Aber auch die anderen Schauspieler in den Nebenrollen machen meiner Meinung nach eine sehr gute Figur. Eigentlich sollte dieses Video ja am Freitag kommen, weil dann hättet ihr... Morgan Freeman? Okay, egal. Aber es kommt jetzt an dem Mittwoch, weil am Donnerstag ist der VÖ-Termin hier von diesem Mediabook exklusiv bei Amazon. Und ja, weiter im Kontext, nur das schon mal so zur Information. Ja, heute, wie gesagt, alles so ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch. Gerne Feedback, ob das jetzt schlimm war für euch. Und ja, was hatte ich noch vergessen? Forrest Whitaker in einer Nebenrolle, auch ganz solide. Und also auf jeden Fall ein sehr cooler Cast. Und der Film war durchaus spannend bis zum Schluss, wenn man sich nicht, also ich konnte mir nicht jetzt gerade zusammenreimen, wie der Film weitergeht, wie der Film ausgeht. Also an der Stelle hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, das Mediabook, auch eine sehr schöne Veröffentlichung. Wie gesagt, Amazon exklusiv ist ja für den einen oder anderen immer so eine Sache. Einen finde ich eher besser, weil sie sowieso immer bei Amazon bestellen, andere eher so ein bisschen, naja, wer weiß. Könnt ihr auch dazu gerne mal Feedback in den Kommentaren lassen. Ist wie gesagt ein
Amazon exklusiv, aber Playon, damals Kochfilms, hat dieses Ding hier schon mal veröffentlicht mit einem anderen Cover, direkt damals bei Kochfilms, und da gab es die 3-Disc-Edition, ist quasi aber eigentlich identisch zu dieser hier, quasi wir haben uns nur die DVD weggespart. Meiner Meinung nach absolut kein Verlust, also könnt ihr euch da das Cover aussuchen, was euch besser gefällt. Aber es gibt ja auch scheinbar Leute da draußen, die noch diese DVD schauen, obwohl es hier bereits eine Blu-ray drin gibt. Kauft euch einen Blu-ray-Player. Ich gucke jetzt gleich bei Amazon einen günstigen Blu-ray-Player, und wenn ihr keinen Blu-ray-Player habt, dann guckt ihr jetzt in die Videobeschreibung. Ich suche euch den besten günstigen raus und der steht da unten drin, und dann kauft ihr den, weil das kostet nichts und ihr habt einfach so viel Gewinn an Bild- und Tonqualität. Also von daher... Blu-ray-Player-Update, ganz wichtig. Ja, Fazit, wie gesagt, ziemlich cooles Mediabook, ziemlich cooler Film. Wie gesagt, ist ein Repack, aber who cares? Ne? Je nachdem, wie ihr Bock habt. Mir fehlt er noch an der Sammlung, deswegen Dankeschön, Playon, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt, diesen Film hier vorzustellen. Und ja, das soll es soweit auch gewesen sein. Wie gesagt, ich hatte schon ein, zwei Mal heute erwähnt, dass ihr in die Kommentare was schreiben sollt. Macht das bitte. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.